Sopur. Sopur. Sopur, eine starke Marke im Rollstuhlbereich. Jeder kennt sie. Aber was genau ist die Marke Sopur? Für was steht sie? Was verbirgt sich dahinter? Als Marketingchefin von Deutschland und Österreich kann uns Letizia Voland-Aguilar Antworten geben. Sopur ist vieles, hat viele Facetten. Das macht die Marke so lebendig. Sie hat eine lange Tradition, 40 Jahre sind es dieses Jahr. Doch nicht nur die Produkte haben sich stets weiterentwickelt, sondern mit ihnen auch die Marke Sopur. Sie ist modern und individuell, genauso wie unsere Kunden. Sopur, die traditionsreiche Marke. Sopur ist eine moderne Marke. Doch gerade blicken wir auf eine 40 Jahre währende Tradition zurück. Da steckt viel Erfahrung, viele Ideen und auch viel Energie drin. Einer, der vom Anfang an dabei ist, sehr lange dabei ist und mit Sicherheit viel mit und bei Sopur erlebt hat, ist Friedhelm Ziegler, heute als Director Business Development für Deutschland und Österreich tätig. Hallo Friedhelm, schön, dass du da bist. Heute Thema Sopur. Du bist schon sehr lange dabei. Was hat sich in dieser Zeit für dich verändert? Was hat sich verändert? Die Zeit ist etwas schneller geworden, wie in anderen Branchenbereichen auch. Und dadurch haben wir natürlich eben andere Bedürfnisse von den Zielgruppen. Ein Sopur ist immer noch der Brandname wie Tempo oder sonst was halt im Markt, der Aktivrollstuhl, der Adult-Rollstuhl. Früher bist du den Kunden näher gekommen durch Sportveranstaltungen in Schwerpunktkliniken. Heute reicht das nicht mehr aus. Heute musst du eben auch, auf Social Media, Facebook zurückgreifen oder eben auch auf großen Messen wie jetzt die Reha Care oder die Rehab in Karlsruhe, um dort zu sagen, dort holst du die Endkunden ab. Und das siehst auch dann auch, wie die Stände besucht werden, wie die Endkunden wirklich uns an den Lippen hängen und sagen, okay, was gibt es Neues halt. Kommt einfach klasse rüber halt. Ne? Mhm. Ja. Okay, das ist schön zu hören. Ja. Vielen Dank. Sopur, die innovative Marke. Innovation in meiner Welt entsteht aus Hunger, also aus Interesse, Dinge zu machen, die heute vielleicht noch auf dem Niveau von Traum sind. Ich träume davon, das und das mal wieder machen zu können. Da beginnt für mich Innovation. Heute freue ich mich ganz besonders, jemanden zu treffen, der mit seinem Team bei Sopur und bei Sunrise Medical schon seit Jahren für Innovationen steht. Hallo Michael. Du bist jetzt lange im Produktmanagement, auch lange bei Sopur. Jetzt bist du Vice President Produktmanagement für Europa und hast bestimmt tagtäglich mit Innovationen zu tun. Wie erlebst du Innovationen bei Sopur? Sopur ist für mich ein Unternehmen und eine Marke, die schon immer sehr auf Innovation Wert gelegt hat. Und es kommt ein bisschen durch den Sport. Die Marke war früher schon sehr stark auch in Sportprodukten aktiv und somit ist diese Innovation ein bisschen getrieben durch diesen Gedanke, immer besser zu werden. Dinge einfach nicht zu akzeptieren, dass sie so, wie sie heute sind, immer sein müssen, sondern dieser innere Drang, diese Motivation, Dinge zu verbessern, zu verändern, nochmal was rauszuholen, ist in dem ganzen Bereich tief, tief verwachsen. Und somit ist Innovation für uns ein alltägliches Thema. Und wenn ich jetzt dann an die Endnutzer denke und an unsere Kunden, sind sie bestimmt sehr gespannt, was als nächstes an Innovation auf den Markt kommt. Was können wir erwarten von Sopur demnächst? Gerade in dem Bereich ist es natürlich schwierig, jetzt eine Antwort zu geben, weil wie an Weihnachten oder am Geburtstag kann ich nicht vorher verraten, was im Paket drin sein wird. Dennoch kann ich versprechen, dass wir an den Bereichen weitergearbeitet haben, die jetzt die letzten Jahre ein Thema waren, wie Gewicht, wie Ästhetik, dass einfach die Produkte noch harmonischer werden, noch besser an den Menschen angepasst werden können, angeglichen werden können, so dass auch jeder Endnutzer seine eigene Individualität unterstreichen kann, was dann wieder auch zum Marketing führt, wie man sowas dann kommunizieren kann, vielleicht auch über digitale Medien, über eine Unterstützung im Anpassungsprozess. Sopur, die kreative Marke.
eine Marke wie Sopur am Laufen zu halten, muss man natürlich kreativ sein. Was heißt muss? Gerade das macht ja den Reiz aus und das ist das Spannende dabei. Wir vom Marketing suchen immer nach neuen Ideen und Möglichkeiten, wie wir unsere Produkte gut in Szene setzen können. Es geht zum Beispiel darum, neue Kampagnen zu entwickeln, die dann zu einem neuen Produkt passen. Und dann geht es darum zu wissen, wo wir unsere Produkte, diese neuen Produkte präsentieren. Zum Beispiel auf Messen. Messen spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle für uns. Dort kann man uns hautnah erleben, nicht nur als Marke, sondern auch als Unternehmen und unsere Produkte ausprobieren. Mittlerweile ist auch Social Media eine sehr wichtige Kommunikationsplattform geworden. Dort herrschen natürlich ganz andere Reaktionszeiten. Da muss man schnell sein, immer neue und frische Ideen einbringen. Das ist auch gut so, das hält die Marke lebendig. Und ja, es ist sozusagen so, man muss immer in Bewegung bleiben.